Ich hatte so einen schönen Traum. Weißt du, was ich geträumt habe? Ich war in Schweden. Ich habe geträumt, dass ich dort mit meiner Gitarre an einem ganz grossen Anlass ein Lied singe und alle haben zugejubelt und ich hätte den ersten Preis gewonnen. Ja, das hat aber leider vor mir schon eine andere Gruppe gemacht, nämlich ABBA, I Have a Dream. Ja, weil das so ein bekannter Song ist, mache ich hier gerade die Oktav-Version, also die klingende, gerade zum Mitsingen. Gut, 1, 2, 3, 4, 1. So. Gut, ich zeige dir begleitet, ist im Dossier Nummer 1. Das wäre ab, ab, groove, ab, ab. Ich mache das ein bisschen ternär, weil es einfach ein bisschen lockerer geht. Das heisst. So. Gut. I have a dream. Ja, ganz wichtig, du hast sicher den Stopp bemerkt, in der letzten Linie eigentlich. Across the stream, I have a dream. Und dann geht es weiter. Probier das auch zu machen, es ist einfach nur ein Abschlag klingeln lassen und dann auf den letzten Takt noch ein Muster zu spielen. Ah, der Song, ich zeige dir noch ein Muster, nämlich das Muster Nummer 3. Das geht so. Yum, ba, ba. Das ist eben das mit dem Leerschlag, wo man zeigt, wo man zwar Bewegung macht, aber ich schlage die Seite nicht an. Also es wäre. Ich zeige es noch von der Seite noch einmal. Das wichtigste Muster für Popsongs zu begleiten. Gut, das zeige ich dir jetzt. Ich habe den Kapo im zweiten Bund gesetzt, damit ich nicht so tief muss absingen. Ich probiere es mal so in dieser Tonart. Das wäre ein klingend E-Dur. So natürlich. So. Also, der Ton, wo sonst ein D wäre, also wenn ich D-Dur spiele, wäre es eine leere Seite, wäre D. Jetzt ist es aber im zweiten Bund.
ist es eben ein E. Darum, wenn ich E drücke, tönt es E durch. Es fängt natürlich mit A7 an. Das wäre dann logischerweise H7 oder B7. Und G drückt, ist klingend A. Gut. I have a dream. Gut, zum Schluss zeige ich dir noch eine coole Counter-Version von I Have a Dream. Ich erkläre dir, was du machen musst. Und zwar beim A7 machst du den Grundton, also A, Anschlag, dann ein D, das heisst aufwärts, oder? Höhere Ton, A. Und dann beim D machst du Grundton und A. Also D und A. Beim G Grundton. Und dann Terz, das wäre das H. Das ist schon alles. Das Ganze tönt dann so. I have a dream, a song to sing, to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, take the future, even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, across the street. I have a dream. Am Schluss zeige ich dir noch, wie ich am ESC, am Eurovision Song Contest 1974, den ersten Preis abgeräumt habe, nämlich in der Reggae-Version. I have a dream. Mal habe ich die Hälfte vom Text vergessen, aber es war so eine coole Show gewesen. Who cares? Es ist halt einfach so, ja, aber hat er schlussendlich gleich den Preis bekommen. Ja. Genau. Viel Spass beim Üben und bis bald. Ciao.